Ja, servus zum Money's Real World. Schön, dass du da jetzt. Ich will jetzt ein paar Hähnchen in Herzen kochen, aber schaut's mir. Schau ja aus wie ein Krattler. Drum müssen wir jetzt einmal schön machen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Steiß, bügelt, kampet. Jetzt gehen wir zum Kochen. Auf geht's. So, und schon sind wir schon mittendrin unterm Kochen. Also, was heißt Kochen? Vorbereitung müssen wir erst einmal treffen, weil das ist ein Gericht. Das mache ich eigentlich immer recht gern, wenn ich zu viel Zeit habe, weil ein bisschen vorbereiten ist jetzt keine große Sache. Ich habe dann frische Hähnchenherzen, die zeige ich dann gleich noch. Und ja, gut, die werden jetzt erst einmal geputzt und schön sauber gemacht. Und dann werden es anbraten mit Zwiebeln. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Schmorgericht. Ja. Also, sprich, ich lasse das also 2 Stunden rein, jeder meistens. Ich habe aber dann keine Arbeit mehr zwischendurch. Und da mache ich jetzt Vorbereitung jetzt so gleich und das zeige ich euch jetzt, gell? Ich habe jetzt da so frische Hähnchenherzen gekauft. Habe ich zufällig entdeckt beim Supermarkt. Normalerweise habe ich immer eingefrorene gekauft, aber das ist auch immer so blöd mit Auftauen und ich weiß ja nicht, wie lange das schon eingefroren sind. Und wie gesagt, ich haue jetzt in ein Sieb rein und das mal abwaschen, dass es einmal schön sauber werden. Weil beim Geflügel, da muss man schon wachgeben, weil wegen Salmonellen und alles, da bin ich eigentlich immer ein bisschen vorsichtig und das wasche ich jetzt lieber ein paar Mal aus. Mit kaltem Wasser einfach drüber gehen. Ne, schön abseihen lassen. Dann lasse ich es ein bisschen abtropfen. Ja, ein bisschen ruhig, ein bisschen durchschmeißen. Jetzt werden wir mal die Masse da anschauen an die Herzen. Ich möchte wissen, wie viele Händel das waren. Und vor allem, was ist mit den Händel passiert. Das würde mich interessieren. Ne, habt ihr die vielleicht schon gegessen und ich habe jetzt den Rest. Danke. Na, Spaß beiseite. Wie gesagt, und jetzt werden sie dann putzt. Zeige ich euch dann auch gleich. So, ich habe es jetzt halt schön abgeschwappt. Und ich habe jetzt da immer Brillen. Da tue ich mir immer ein paar gleich auf, weil sonst wird man ja gar nicht fertig. Und dann schneide ich alleweil da das Fett da weg. Ne? Also da richtig schön reinschneiden. Ist zwar schade drum. Ich mag es halt einfach nicht, weil da ist ja so viel Platz drin. Das haut jetzt halt alles da in die Verpackung rein. Normal tue ich Müll drinnen. Aber das haut dann eh alles in den Abfalleimer rein, weil mit Geflügel und so, jetzt will ich das ins gelbe Sack nachher und haust dann hinten in meinen Schub rein, wo ich gelbe Säcke dabei lagert. Gerade zu der Jahreszeit habe ich dann wieder Haufen Ratzen drin. Und darum schmeiße ich das dann lieber weg. Und schaut her, so schaut das dann einmal putzt aus. Und ich schneide dann noch einmal in der Mitte auseinander. Ja, das sei halt schöne Portionen ergibt. Also, man muss ja da was im Mund haben, ne? Und nicht bloß eine Soße zusammenbringen. Okay? Ich putze jetzt den ganzen Haufen und na, wenn ich alles putzt habe, zeige ich es euch nochmal. So, jetzt schaut es her. Jetzt habe ich den schon geputzt, ne? Und ein bisschen hergeschnitten. Ja, schaut aus wie so ein Hühnerragout. Und das ist jetzt den Abfall, was ich habe. Ich habe es jetzt großzeitig zügig weggeschnitten, weil das war mir jetzt zu Arbeit, da das fein säuberlich zum Putzen. Das war jetzt selbst für Katz, wenn ich eine hätte. Wie gesagt, ich haue jetzt da nochmal in so ein Ding rein. Das nochmal gescheit durchschwamm, weil durch noch ein bisschen Blut da hin. Und das mag ich eigentlich selber auch nicht. Mir graust es jetzt nicht davor. Normalerweise mache ich eigentlich immer gern. Habt ihr das schon mal probiert mit einem Schweineherz? Das kann man genauso machen. Das schneidet man aber halt dann nicht so her, sondern dass man putzt das ganze Schweineherz ein bisschen. Also grob das Fett und den ganzen Schnauz halt weg. Und in der Regel, das mache ich recht gerne. Also vielleicht bin ich mal wieder ans Glück, dann mache ich das, dann zeige ich euch das. In der Regel eigentlich so wie jetzt die Herzerl ich mache, so mache ich das Schweineherz auch. Ne, das wird jetzt dann gekürzt ein bisschen, anbraten mit Zwiebeln. Und dann kommt eine Soße mit dazu. Ich mache halt ehrlich gesagt, ich bin halt ein fauler Hund, weil ich muss das für mich allein machen halt, weil meine Frau und mein Bruder mögen das nicht, weil sie nicht wissen, was gut ist. Darum mache ich da heute einen Kartoffelbrei dazu, aber nicht selber, sondern es dann kaufen. Weil ich habe da eigentlich, meine Frau hat so einen Thermomix, da kann man eigentlich super einen Kartoffelbrei drin machen. Aber für einen allein rendiert es nicht. Und da habe ich jetzt halt also, ja, fertig. Backerl. Aber ist wurscht. Hauptsache ist ja, dass die Herzen gut sind. Gut, ja, jetzt habe ich es putzt, jetzt lasse ich es abtrocknen und na, wenn ich weitermache, dann geht auch das Video weiter. So, heute ist ja noch Nikolaus, gell?
Meine Kochmützen habe ich eh keine. Ziehe halt die Nikolausmützen rein, du. Gell? Habt ihr eigentlich schon gesehen? Kommt überhaupt noch der Nikolaus zu irgendjemandem? Ich weiß nicht. Also, ich schätze mal, die letzten 2 Jahre sind ausgefallen, deswegen ist Corona. Wie machst du jetzt das so ein kleiner Kind weiß? Ich weiß nicht. Und dann mal würzen. Jetzt. Pfeffer. Ja. Sagt, das lasse ich jetzt noch so 5 Minuten ein bisschen ziehen und dann können wir weitermachen. So, gut. Da hinten habe ich jetzt eine Fertigsauce, so eine Geflügelsauce. Bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt auch nicht selber gemacht, weil für mich allein rendiert sich das jetzt nicht. Und das heißt, der Mann ist Real World und das möchte ich sehen, der wo jetzt für so ein Gericht sich selber eine Sauce selber noch macht. Also, das macht man keiner weiß, wir sind ja da nicht bei Frank Cousin oder wie der Kasperl heißt. Ist ja wurscht. So, jetzt halt, nehmen wir da mal Zwiebeln rein. Hätte ein bisschen wärmer sein können davon. Ah, die kommt gleich. Das kommt gleich. Lassen wir die erst einmal ausschwitzen da. So, so soll es dann auch schon. Dann können wir mal überschalten. Über ein bisschen ausschwitzen, wie gesagt. Müsste da hochgehen, dass sie nicht braun werden, weil ich müsste jetzt da die Herzen. Schaut her. Haben wir das rein. Und jetzt lassen wir das alles dann gescheit umgraben. Lass mich jetzt umbraten, dann hole ich euch nicht mehr dazu. Ja, so, jetzt ist das alles schön unten. Seht ihr das? Wir haben jetzt mit der Dunstabzugshaube nicht so, aber wir sind noch keine Profis, nicht? Haben wir jetzt so. So, dann habe ich jetzt da die Sauce drauf. Und jetzt pass auf. So. Da. Schon jetzt auch auf. Das noch alles schön aufkochen lassen. So, das Schöne ist jetzt, das lasse ich jetzt so zu, ja, gute 2 Stunden vor sich köcheln, ganz leicht hinköcheln. Ne? Ei reduzieren, umköcheln lassen und so, ja, zum finalen Abschluss kommt dann noch eine Sahne mit dazu, aber da hole ich euch dann nochmal dazu. Ja, den Scheiß können wir jetzt da ausschalten und ja. So, jetzt haben wir eine kleine Zwangspause. Weil das muss ich jetzt alles von sich selber machen. Aber wenn du das Video bis dahin schon angeschaut hast, Respekt. Ich tue es nicht. Nein, Dankeschön dabei schon mal. Ja, was hältst du denn davon? Wie gefällt es denn euch eigentlich? Schreibt es mir einmal was in die Kommentare rein. Abo und Like nicht vergessen, das war mir auch recht, weil da mich halt weiterbringen und dann darf ich ja sehen, interessiert es mich oder interessiert es euch nicht. Ne? Und ich werde vielleicht jetzt dann einmal ja ein paar ernstere Themen vielleicht auch noch machen, einmal extra so eine kleine Rubrik, die soll dann so heißen, berufliche Umschulung, die mache ich jetzt dann auch.
Und vielleicht interessiert euch das Apps, weil ich habe selber schon geschaut und bei YouTube und so, so viel findest du nicht mit berufliche Umschulung und warum Umschulung und weshalb. Das ist eine ganz längere Geschichte. Und da werde ich dann selber nochmal so eine kleine Rubrik machen dann. Aber wie gesagt, jetzt lassen wir es essen schön köcheln und wenn es soweit ist, höre ich nochmal dazu. Okay? So, das ist Halbzeit. Dann da ist eine mehr. Geben wir mal. So, jetzt nochmal eine Stunde köcheln lassen und dann nochmal mit Salz, Pfeffer abschmecken. So, jetzt dauert nicht mehr lang. Das Wasser für den Kartoffelbrei habe ich schon einmal aufgesetzt. Da, das ist schon. Ja, schön ziemlich warm. Schaut zwar jetzt unappetitlich aus, aber eine Delikatesse. Nam. Da freue ich mich jetzt dann drauf. Ja, so, jetzt schaut's her. Jetzt habe ich mich hingesessen zum Essen. Da ist der Teller, da habe ich jetzt auch Kartoffelbrei drin. Ja, habe ich so ein bisschen locker ausgestoßen. Soll ja noch was ausschauen, ne? Da sind jetzt die Herzerl da mit Sauce. Und ja, wie gesagt, eigentlich relativ ein einfaches, schnelles Essen. Günstig. Also ein Schweineherz, wenn ich mir kaufe. Das kostet sogar ein Schweineherz, das langt für einen locker leicht. Das dauert für zwei auch lange. Kostet mir 1 Euro. Dann ein bisschen Sauce dazu. Da ein Glas Rotwein dazu. Und dann wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Glocken nicht vergessen, dann seht ihr mehrere von mir. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit, vielleicht kocht zwar einer nach oder auch nicht. Man muss mengen das Gericht, meine Frau ist jetzt geflüchtet, weil die kann es gar nicht ab, der ist der Speiweling hochgekommen. Aber mir wurscht, die haut die Pfanne weg und dann mache ich auch Feierabend. Also ein schöner Nikolaus an euch und man hört sich, man sieht sich. Ah ja, Mani. Ja, servus zu Manis Real World. Schön, dass du auch schon jetzt. Ich will jetzt dann Hähnchen Herzen kochen, aber schaut's mir. Schau aus wie ein Kratler. Drum muss ich mich jetzt einmal schön machen. Bis gleich.